Hallo, liebe Besucherinnen und Besucher des Günter Grass Hauses und der Ausstellung Into the Trees. Mein Name ist Peter Wohlleben, ich bin Förster und Autor und ich freue mich, dass ihr Bestandteil dieser Ausstellung seid, zum Teil sogar aktiv in Form von Bildern. Und Wald hat für jeden eine andere Bedeutung. Offiziell ist es heutzutage CO2-Speicher, ne, dass der Wald als Klimaschützer dienende Funktionen hat. Er kühlt die Landschaft teilweise um 10, 15 Grad herunter. Das ist ganz, ganz wichtig. Und er erzeugt Regenwolken in Dürrezeiten. Auch ein ganz toller Pluspunkt. Aber, sagen wir mal ehrlich, Bäume sind doch keine Diener. Und Wald hat nicht bloß Servicefunktionen für uns Menschen. Das hat übrigens Günter Grass auch schon so gesehen. Er verortete den Wald als Heimat der Märchenfiguren. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Weil der Wald ist nach wie vor voller Geheimnisse, schöner Geheimnisse. Wir haben noch lange nicht alle Arten entdeckt, die dort vorkommen. Natürlich sehr viele kleine wie Bakterien und Pilze, aber deswegen nicht unwichtiger. Und der Wald ist nach wie vor voller Mythen, voller Emotionen für uns. Und unser Körper reagiert sogar mit dem Wald, indem zum Beispiel unser Blutdruck senkt, wenn wir die Stoffe, die Bäume zum Kommunizieren nutzen, einatmen. Also Wald ist nach wie vor ein Sehnsuchtsort, ein Ort voller Emotionen und mehr als bloß eine Ansammlung von Bäumen. In diesem Sinne, lasst euch von dieser wunderbaren Ausstellung inspirieren und nehmt vielleicht sogar aktiv teil, indem ihr eure Bilder mit uns allen teilt.